Als wollte uns Jesus keine Ruhe lassen. Liebe Schwestern und Brüder, hören wir heute diese Nachfolgeworte, wenn auch in etwas anderer Form noch einmal, die wir gestern schon in der Version des Lukas hörten. Wir legen sie ja so schnell weg. Wir kennen sie, natürlich. Aber dass sie für uns irgendeine Bedeutung hätten, das ist nach einem Tag wieder vergessen. Deshalb ist es gut, auch wenn das vielleicht so etwas wie gefügter Zufall ist, dass wir das heute gleich noch einmal hören. Wir hören von jenem Schriftgelehrten, der kommt und sagt, Meister, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Man muss gestehen, mit diesem Schriftgelehrten sind die Kirchenväter nicht besonders vornehm und nobel umgegangen. Sie sagen, es ist ganz klar, der sieht, dass Jesus die Leute nachlaufen. Wo viele Leute sind, ist viel Geld. Und deshalb kommt er. Und deshalb will er sich ihm anschließen. Und Jesus entlarvt ihn, indem er ihm sagt, die Füchse haben Höhlen, die Vögel Nester, der Menschensohn aber hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das mag dem Antijudaismus dieser Zeit geschuldet sein. Und dennoch, bei aller Schärfe, äußert Johannes Chrysostomus in seiner Auslegung einen interessanten Gedanken. Wenn er sagt, man sieht das öfter bei Christus, bei vielen anderen Gelegenheiten, er tadelt nicht öffentlich, das tut er ja hier auch nicht. Er weist den Schriftgelehrten nicht einfach schroff ab. Obwohl natürlich die Kirchenväter zu ihrer Auslegung kommen, weil hinterher kein Wort mehr über ihn verloren wird. Er taucht überhaupt nicht mehr auf. Jesus gibt eine Antwort und weg ist er. Er tadelt nicht, sagt Chrysostomus, sondern durch seine Antwort macht er die Gesinnung derer, die ihn fragen, offenbar. Hören wir die Antwort Jesu? Wir, die wir sagen, wir folgen in irgendeiner Weise, das geht ja wie in konzentrischen Kreisen, in der engeren Nachfolge, als Ordensleute, als Priester, als Getaufte, wie auch immer, zu was wir uns entschieden haben. Die Formen sind sehr vielfältig, aber irgendwie sind wir in der Nachfolge. Bekennen uns also zu Jesus, sind also eigentlich einen Schritt weiter als der Schriftgelehrte. Hören wir ganz persönlich die Antwort Jesu? Die Füchse haben Höhlen, die Vögel die Nester, der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Wir sollten die Antwort so hören, dass unsere Gedanken, was die Nachfolge angeht und unsere Realität, offenbar wird.